Hi Leute, und hier geht's auch schon wieder weiter mit Sun 3D. Ja, beim letzten Mal haben wir jetzt am Ende doch noch diesen netten Herrn hier unten im Loch gefunden. Und jetzt wollen wir mal wissen, was es eigentlich mit dem so auf sich hat. Bist du gekommen, um mir zu helfen? Dir helfen, was? Ja. Was machst du überhaupt da unten? Ich grabe nach einem Schatz. Nichts. Du gräbst nach nichts? Das klingt aber nicht sehr produktiv. Ich habe einfach so gegraben, wie man so tut. Zum Zeitvertreib halt. Aha. Ich glaube dir kein Wort. Ich glaube dir kein Wort. Wonach hast du wirklich gesucht? Oh, na schön. Ich suche nach dem legendären Schatz von Fred, dem Piraten. Aha. Dachte ich's mir doch. Hast du eine Karte oder sowas? Nö. Ich habe diesen Metallsucher benutzt. Aber alles, was ich hier unten gefunden habe, war eine 100 Jahre alte Coca-Cola-Radose. Das ist auch ein geiles Ding. Aha. Und wie hast du dich nach da runter gebuddelt? Mit einer Schaufel. Wo ist sie? Ich hab sie verloren. Oh. Okay, er hat seine Schaufel im Loch verloren. Das finde ich schon sehr lustig. Angenommen, ich würde dir helfen. Was wäre für mich drin? Nun ja, persönliche Befriedigung zum einen. Das gute Gefühl, jemandem geholfen zu haben. Was noch? Wie wär's mit meiner ewigen Dankbarkeit? Kann ich mir davon was kaufen? Nein. Na, ja. Wenn das so ist, wünsche ich dir noch viel Erfolg. Aber ich werde hier unten verhungern. Nein, denn vorher bist du schon verdürstet. Und mit dieser Bürde auf deinem Gewissen könntest du leben? Was soll's? Ist doch bloß ein Spiel. Oh, bitte. Das ist schon irgendwie ich sehe zu, was ich für dich tun kann. Oh, danke sehr. Vielen, vielen Dank. Du bist ein weiser und edelmütiger junger Mann. Ja, ich weiß. Ja, was können wir jetzt mit dem machen? Er sucht einen Schatz oder sowas ähnliches. Was für ein Idiot. Ich trinke nichts, auf dem eine Warnung... Bist du gekommen, um mir zu helfen? Ja. Nein, aber ich hätte gern deinen Metallsucher. Nun, der bleibt genau dort, wo auch ich bin. Wenn du mir raushilfst, können wir uns den Schatz teilen. Ich teile meine Schätze nicht so gern, wenn du verstehst, was ich meine. Dann haben wir wohl beide Nieten gezogen, was? Okay, ich muss ihm da irgendwie raushelfen. Ich habe aber nicht wirklich was... dem ich ihm helfen kann. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine Leiter oder ein Seil oder so. Ja, eine Leiter gab es da hinten irgendwo, aber ich glaube, die kann man nicht mitnehmen. Da echt eine Abzweigung verpasst. Ne, da kommt man nicht durch. Okay, dann laufen wir jetzt nochmal hier schnell zurück zu der Leiter und schauen, ob wir die mitnehmen können. Wir müssen noch irgendwie hier oben die Tür aufmachen. Deswegen kann ich die Leiter ja schlecht mitnehmen, wenn ich die Falltür öffnen muss. Und wahrscheinlich ist die angebaut. Okay. Hat nicht viel gebracht. Nee. Die Leiter können wir nicht mitnehmen. Und wir können hier vielleicht ein Schild aufstellen. Vorsicht, Holzwürmer. Nee, können wir nicht. Okay. Dann suchen wir einfach mal weiter und wir werden schon irgendwie eine Möglichkeit finden, den rauszuholen. Ich sehe es nur, dass wir es total vergessen werden. Also wir müssen jetzt Bohnen finden, Schmetterlinge, beziehungsweise ein Schmetterling und... Guten Tag, der Herr. Ach du Scheiße. Wohin darf ich Sie heute führen? Nach Hause. Könnten Sie vielleicht etwas präziser sein? Mein Zuhause? Sehr lustig, mein Herr. Wissen Sie vielleicht die Adresse oder die nächstgelegene Stadt? Bist du ein sprechendes Schild? Nein, mein Herr. Ich bin Schild. S-C-H-I-L-D. Sprechender Indikator für Landemarken. Ich kann Ihnen die Richtung zu jedem beliebigen Punkt des Landes weisen. Oh. Wohin darf ich Sie heute führen? Das ist natürlich sehr praktisch. In einen Regenwald, in dem es einen Stamm voller weiblicher Amazonen gibt. In einen Regenwald, in dem es einen Stamm voller weiblicher Amazonen gibt. Guter Herr, der nächste dieser Art liegt auf dem Tuneca-Plateau, 534 Meilen nördlich von hier. Höchst interessant. Vielen Dank für die Benutzung unserer Dienste. Einen schönen Tag noch. Das ist verdammt nochmal ein sprechender
Wegweiser. Das ist schon ziemlich geil. Schon erstaunlich, was heutzutage alles möglich ist. Hallo. Guten Tag, der Herr. Wohin darf ich Sie heute führen? Bist du lebendig? Ich bin eine Art Golem, mein Herr. Ich wurde entwickelt, um Leuten den Weg zu weisen. Ich nehme mit meinen Wurzeln, die sich unter der Erde befinden, Wasser und Mineralien auf. Wird das nicht ein wenig langweilig? Natürlich nicht, mein Herr. Ich bin nicht auf Langeweile programmiert. Wenn allerdings ein Vorbeireisender ein paar Tropfen Whisky auf meine Wurzeln schüttet, ist mir das sehr recht. Wie ist das in deine Programmierung geraten? Mein Schöpfer war ein kleiner Scherzkeks, mein Herr. Er hielt es für lustig, mich mit einem unstillbaren Durst nach edlen Spirituosen auszustatten. Bitte spendieren Sie mir einen Drink. Ich habe bessere Dinge zu tun. Du musst einfach stark sein. Dann verpiss dich! Okay. Hi, wie geht's? Ich habe einen schrecklichen Kater. Bitte noch einen Drink. Nur einen kleinen für unterwegs. Vergiss es. Oh, bitte. Wir könnten Freunde sein. Ah ja. Simon überlegt. Was sollte ich wohl mit einem sprechenden Schild als Freund anfangen, hm? Nun, wir könnten Poker oder was Ähnliches spielen. Ich verliere auch freiwillig. Okay. Er verliert freiwillig. Hauptsache, er hat Freunde. Wie wär's mit einer Partie Magic die Zusammenkunft? Oh Gott. Hasbro hat gerade den Hersteller aufgekauft. Es soll eine tolle Möglichkeit sein, Mädchen kennenzulernen. Nein. Behaupten sie jedenfalls. Darauf harte Schleichwerbung. Tun wir nicht. Zisch ab. Harte Schleichwerbung für Magic the Gathering, ey. Wie hart. So. Fühlst du dich jetzt etwas sozialverträglicher? Nein. Das Leben stinkt. Ich trinke, um betrunken zu werden. Und ich werde betrunken, um zu trinken. Also bring mir eine Flasche oder mach einen Abgang. Jetzt habe ich versucht, ich trinke nichts, auf dem eine Warnung des Gesundheitsministeriums steht. Cholera können wir nicht geben. Aber gut, das heißt, der komische Wegweiser will Schnaps. Das heißt, wir brauchen Schnaps, wir brauchen eine Leiter, ein Seil oder ähnliches. Und wir brauchen diesen Riesenschmetterling. Und wir brauchen magische Bohnen. Und was ist das hier schon wieder für ein Scheiß? Das ist doch irgendeine Art Wegweiser. Na gut. Schauen wir uns mal das hier an. Hier ist wieder so eine coole Teleporthütte. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es hier nicht gut enden wird. Das ist wieder so eine Platte. Hey, du! Wer? Ich? Nein, der andere Idiot mit doofem Hut. Natürlich meine ich dich. Was? Ich muss über diesen Fluss kommen. Willkommen im Club. Und ich verlange, dass du mir dabei hilfst. In dem Wald da findet heute ein sehr wichtiger Wettbewerb statt. Und darum muss ich heute dahin. Ja, geil. Die supergeile Zugbrücke ist einfach mal weg. Wie sollen wir jetzt in die Stadt kommen? Was für ein Wettbewerb denn? Zuhören! Ich bin an keinem Gespräch interessiert. Ich will die Gnomschießen-Trophäe. Ich habe sie 3 Jahre in Folge gewonnen und ich lasse sie mir nicht nehmen, nur weil irgendeine Scheißbrücke nicht mehr da ist. Na und? Beschaffe mir die Trophäe und ich helfe dir, hier rüber zu kommen. Na, wie klingt das? Also, klingt gut. Drastisch. Dann ist es abgemacht. Und jetzt mach ich. Der Wettbewerb läuft nur bis zum Sonnenuntergang. Und wenn Lord Fnarr gewinnt, wird er die Trophäe in seinen wurstigen kleinen Fingern behalten wollen. Und wer ist Lord Fnarr? Okay, wir müssen... Der verachtenswerte kleine Scheißer, der die Brücke hat einreißen lassen, weil er wusste, dass ich ihn schlagen würde. So wie in jedem Jahr. Du kannst ihn nicht verpassen. Sieht aus und redet wie ein Pferd. Und jetzt mach dich auf den Weg, mein Kleiner. Los, los, los. Okay, wir kommen nur rüber, wenn wir irgendeinen scheiß Wettbewerb machen. Es ist ein weiter Weg bis da drüben. Hallo? Was in 3 Teufelsnamen tust du hier? Hast du etwa die Trophäe? Nö. Na dann auf und beschaff sie. Los, los, los! Okay. Und wie kommen wir jetzt in den Wald und in die Trophäe und überhaupt und sowieso? Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen.
müssen zum Gnomschießwettbewerb. Vielleicht kann uns dieser nette Wegweiser. Ich glaube nicht, dass Gespräche mit dem Ding jetzt Sinn machen. Oh, jetzt bin ich also ein Ding. Ach, Schnauze. Okay. Ich probiere es einfach mal. Ich schaue mir mal an, was ich hier... Wo dieses komische Ding ist, wo ich hin muss. So. Schön mit der englischen... ja, so einer schönen Londoner Telefonzelle. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich einige, die nicht mal mehr wissen, was eine Telefonzelle ist. So, was haben wir? Hütte des... Am Wassertor. Tempel des Lebens. Komische Felsformation. Großes Loch. Shield. Ach, komische Brücke. Aussichtspunkt Vulkan. Da war ich noch nicht. Das ist der... Volltrottel mit Kuh. Fettsack. Schlummerkraut. Einsame Hütte. Gnomenbaum. Neues Fels. Ich kann es nicht lesen. Seltsames Kreuz oder so. Ackerdale. Am Strand. Nutzlose Brücke. Ja, wo ist denn dieser komische Wettbewerb? Zum Teufel noch eins. Ach Gott. Das ist mir jetzt hier alles irgendwie ein bisschen... Geh jetzt einfach mal dahin. Jetzt probieren wir mal den Teleporter aus. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Gibt's hier auch irgend sowas wie ein Questlogbuch? Ich schau nochmal in mein Ding. Ja, es gibt nur Optionen, Disk und Inventar. Gibt mal alles nichts. Jetzt weiß ich, wo wir... Aha, das ist der Aussichtspunkt. Oh, da fliegt ein Drache. Okay, ich bin etwas... geplant, weil ich echt nicht weiß, er hat irgendwas von einem Wald gefaselt und Gnomschießwettbewerb. Wo immer das sein mag. Also. Das würde ich schon. Ich gehe jetzt einfach mal hier zu dem Gnomenbaum. Mein Gnomschießen, Gnomenbaum, das passt doch irgendwie schon. Wie ein Faxgerät. Oder so ein Handy. Ja, sowieso so eine Handymelodie. Dass dem nicht schlecht wird. Okay. Keine Ahnung. Können wir jetzt hier irgendwas Sinnvolles tun? Eine ganz schön kleine Tür. Was willst du? Hallo? Was ist los? Du kommst nicht rein. Hau ab! Okay, ich glaube, wir sind hier falsch. Das ist, glaube ich, hier die falsche Abzweigung gewesen. Weil wir... Ich mein, wir müssen jetzt zum Schützenwettbewerb und nicht irgendwo anders hin. So, was haben wir hier Hübsches? Hä? Was geht denn jetzt ab? Eins? Was zum Teufel? Okay, einfach Partymucke. Okay, warum auch nicht? Wahrscheinlich müssen wir damit noch irgendwas machen. Ich habe nur keine Ahnung, was. Was sind wir denn jetzt? Hier sind wir wieder am Wasser. Da ist der Tunnel, aus dem wir mal rausgekommen sind, als wir uns verlaufen haben. Da müssen wir noch verlaufen. Was ist denn dieser Gnomschießwettbewerb? Wir waren jetzt überall. Ist schon wieder so ein komischer Vogel.
irgendwas Interessantes machen? Irgendwie nicht danach aus, als könnten wir jetzt hier noch groß was machen. Tja, wir müssten irgendeinen komischen Wald finden. Ich meine, hier sind Bäume, links sind Bäume, rechts sind Bäume und dazwischen Zwischenräume. Ihr kennt den Spruch wahrscheinlich. Okay, was haben wir hier? Hier ist mal Wegweiser. Akadei, Polygames, Tempel des Lichts. Ja, irgendwas. Kann's bis heute nicht lesen. Könnten das jetzt sein? Da hinten ist ein Wald. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier nach Akadale oder was das ist. Ich meine, wir laufen jetzt hier einfach planlos rum. Wir werden schon irgendwo mal was finden, was uns was bringt. Hier ist ein Busch. Au. Ich fand jetzt auch gerade diese komischen Bonbons etwas strange. Okay, was haben wir hier? Akadale. Willkommen in... Okay. Warte, hier. 10 Jahre Gnomen schießen. Ah, okay, wir sind hier richtig. Wir hätten also einfach hier runter teleportieren können. Was gibt's denn da hinten? Ja, ich weiß, ich bin eigentlich schon da, wo ich hin will, aber ich will jetzt hier über die Klippe gucken. Ah, ja. Okay. Nichts. Ja, wahrscheinlich braucht man hier echt nur die Sachen, wo die Teleporter sind, die auf der Karte markiert sind von den Teleportern und sonst nichts. Jetzt gucken wir uns hier mal um. Wir sind jetzt in Akadale oder was das ist. Und hier ist der Gnomschießwettbewerb. Und das heißt, wir werden hier mal gucken, ob wir diesen komischen. Diese komische Trophäe erbeuten können. Ich glaube ja, dass wir da hart Probleme kriegen werden. Ah, da hinten ist das Schützending. Oh Gott, hoffentlich müssen nicht wir schießen. Ich kann doch nicht zielen mit dem Spiel hier. Ich darf ja wohl bitten, mein Herr. Wisst ihr nicht, dass unangekündigt in das Zelt eines Gentlemen zu spazieren ein Zeugnis schlechtest möglicher Manieren ist? Tut mir leid, ich dachte, es wäre meins. Nun ist es aber nicht. Und du wirst mich als My Lord anreden, Bauer. Oder du wirst das Brennen meines Gürtels auf deinem Hinterteil zu spüren bekommen. Aha, ich nehme an, das ist der komische Typ. Solche Sauereien hebt ihr für jemand anderen auf, Kumpel. Eine solche Unverschämtheit habe ich noch nie zuvor von einem Jungen gehört. Deine Lehrer waren mit dem Stock scheinbar nicht eifrig genug, als du kleiner warst. Ich lege dich gern übers Knie und prügle dich, bis du etwas Achtung lernst. Obacht, ich könnte es genießen. Raus hier! Raus! Okay. Alle Wetter, was für ein liebenswerter Lord. Jo, gleich nochmal. Was im Himmel tust du hier? Ich bin nur gekommen, um euch Glück beim Wettbewerb zu wünschen. Glück? Ich brauche kein Glück. Es gibt keinen lebenden Menschen, der mich schlagen könnte. Und nun verschwinde, bevor ich dich in Eisen legen lasse. Na gut, dass ich Okay, kein Grund gleich zu spucken. Okay, das scheint dieser komische Lord zu sein, von dem uns erzählt wurde. Hallo, wer bist du? Was tust du in meinem Zelt? Ich komm schnell mal vorbei, um mit euch im Ruhm eines wahren gnomischen Meisters zu sonnen. Aha. Wie sehr ich auf deinen Klamotten stehe. Ich glaube echt, ich muss die Leute einfach einen nach meiner ausschalten. Ein Kreuz, Gnom. Ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich auf deine Klamotten stehe. Oh, vielen Dank. Ich habe sie selbst geschneidert. Der Hut ist so gefertigt, dass bis zu 4 Gnome in ihm Platz haben. Über Hüte brauchst du mir nichts zu erzählen. Ich habe die Mutter aller Hüte. Er ist ein wenig unberechenbar, denn manchmal passt eine ganze Leiter in ihn hinein. Aber so mancher eher kleine Gegenstand ist angeblich viel zu groß. Klingt nach einem Fehler beim Design. Ja, sowas dachte ich mir auch schon. Wäre dann noch etwas? Ich muss vor meinem nächsten Schuss noch meditieren. Aha. Ich dachte, ich komme schnell mal vorbei, um mich im Ruhm eines wahren Gnomenschießen-Meisters zu sonnen. Du bist an den richtigen Ort gekommen, denn ich bin der Fragmaster. Der beste Gnomschießer, der jemals Gnome auf ein Katapult gesetzt hat. Kannst du mir ein paar Tipps geben? Nein. Ein guter Gnomschießer behält seine Geheimnisse für sich.
Abgesehen davon braucht man jahrelange Übung, um so gut zu werden wie ich. Also versuch's erst gar nicht. Sonst noch was? Ich bin vom Roten Kreuz. Gnom. Geben Sie sofort Ihre Gnome heraus. Vom Roten Gnom? Der Gesellschaft gegen den Missbrauch von Gnomen für... während... naja, du weißt schon. Nein, der Gesellschaft zur Vereitelung... grausamer Dinge, die Gnomen sonst noch so passieren können. Was für grausame Dinge? Sie fühlen doch nichts. Außerdem müssen wir ihren Bestand verringern, da sie sonst des Hungers sterben. Ist sonst noch etwas? Cool, entweder sie sterben des Hungers oder wir schießen sie durch die Gegend. Das ist ein Zelt? Oh, ich dachte, es sei eine Latrine. Es riecht so intensiv. Das ist meine Kriegsbemalung. Oh. Sie wird aus Gnom-Scheiße gemacht. Ja, lecker. Das ist ja widerlich. Ich habe auch nicht angenommen, dass du das verstehst. Du hast kein Training in der edlen Kunst des Gnomenschießens absolviert. Niemals schmiere ich mir so eine Scheiße ins Gesicht. Dann wirst du niemals ein wahrer Gnomenschießer sein. Wäre sonst noch etwas? Nee. Nein, ich bin hier nur so zufällig reingestolpert. Dann geh jetzt wieder deiner Wege. Okay, wir haben hier zwei Gnomenschützen und ein Zelt, wo die Trophäe drin ist. Und da sitzt ein Schiedsrichter und eine Zielscheibe. Aber was genau es hier mit diesem komischen Gnomenschießwettbewerb auf sich hat und wie wir den gewinnen und die Trophäe an uns reißen und was die Trophäe eigentlich darstellt, das sehen wir in der nächsten Folge. Und damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß dabei, auch wenn ich ein bisschen planlos stellenweise war und wir viel blöd durch die Gegend gelaufen sind. Ich glaube, ich werde ab sofort häufiger mal die Teleporter benutzen, weil man die wohl... das, was dazwischen ist, echt nicht braucht. Ja. Und dann verabschiede ich mich mit dieser netten Melodie im Hintergrund. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute!